Hi, hier ist wieder Steffen von Volleyball Freak. Heute gibt es ein weiteres Video aus der Serie Der Volleyball Freak antwortet. Diesmal hat Bernd aus Cuxhaven gefragt, darf ein Hinterfeldspieler blocken? Dazu müssen wir natürlich erstmal klären, was ist überhaupt ein Block? Ein Block ist eine netznahe Aktion, bei dem die Spieler mit ihren Händen möglichst über die Netzkante greifen und versuchen, den Ball in die gegnerische Feldhälfte zu blocken. Dann muss man noch wissen, dass der Block immer als Einheit gesehen wird. Egal, ob ihr einen Blockspieler, zwei oder sogar einen Dreierblock gegen den Angreifer stellt, es ist immer als ein Block zu sehen. Bevor wir die Frage von Bernd final beantworten, müssen wir noch eine weitere Regelauslegung klären. Und zwar unterscheidet die Volleyball-Regelkunde zwischen einem ausgeführten Block und einem Blockversuch. Ein ausgeführter Block liegt immer dann vor, wenn einer der Blockspieler an dem Ball dran war, also ihn quasi getuscht hat, dann ist es ein ausgeführter Block. Wenn sie aber nur hochgesprungen sind und haben keine Berührung am Ball erreichen können, dann ist es ein Blockversuch. So, und hier können wir jetzt den Bogen spannen zu Bernds Frage, ob ein Hinterfeldspieler einen Block durchführen darf. Ein ausgeführter Block muss ganz klar als Fehler gewertet werden, egal ob der Hinterfeldspieler den Ball geblockt hat oder einer seiner Blockpartner. Wenn aber nur ein Blockversuch vorliegt, also das heißt, der Ball wurde beim Block nicht berührt, dann läuft das Spiel einfach ganz normal weiter. Bei der ganzen Thematik mit Hinterfeldspieler und Blockversuch oder ausgeführter Block muss man noch einen Spezialfall beachten, und zwar die Libero-Position. Dadurch, dass es sich bei der Libero-Position um eine reine Abwehrposition handelt, müsst ihr sämtliche Blockversuche oder ausgeführte Blocks, wo der Libero dran teilgenommen hat an dem Block, sofort abpfeifen und als Fehler werden mit Punktverlust und im gegebenenfalls auch Aufschlagswechsel zur gegnerischen Mannschaft. So Bernd, ich hoffe, ich habe deine Frage ausreichend beantwortet. Wenn ihr selber Fragen habt, lasst mir einen Kommentar da. Ich versuche es entweder direkt im Kommentar zu beantworten oder mache vielleicht demnächst auch ein Video draus. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert gleich hier den Kanal für Smartphone-User. Ihr könnt dann unten den Abonnieren-Button benutzen, damit ihr demnächst auch mehr Videos von mir seht. Ansonsten würde ich mich euch freuen, demnächst auf meinem Videokanal wieder begrüßen zu dürfen. Euer Steffen, bis bald. Tschüss.